Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Ich grüße euch, Servus und Hallo. Meine Lieben, heute machen wir so mal ein bisschen eine kleine Vorstellung. Und zwar heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist es nämlich so, dass das Kubota-Bug draußen ist, also das Kubota-DLC. Und da müssen wir natürlich mal schauen, beziehungsweise wir werden es jetzt einfach machen, wir werden hier reingehen. Und gehen mal Kubota, haben wir hier. So, und da können wir uns nämlich mal alles anschauen, was so im Kompletten bei Kubota mit reinkam. Und wenn wir da einfach mal schauen, haben wir hier kleine Variante, den wir natürlich so im Weinbau oder sonstiges nehmen können. Na, müssen wir mal schauen. Wir werden uns auf jeden Fall auch ein Kubota zulegen, dann nachher gleich. Und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, welchen wir quasi nehmen. Na, weil penunzenmäßig müssen wir halt erstmal gucken. Na, müssen wir erstmal ein bisschen wirtschaften. Zur Not werden wir uns ihn einfach mal mieten. Na? Und den M7 gucken wir uns mal an. Der sieht ganz schnittig aus und da schauen wir mal. Reifenvariante Trelleborg, Michelin haben wir mit dabei, Continental, Fredestein, Nokian Tires und das war's. Dann können wir Radgewichte drauf machen, Breitreifen mit Radgewichten, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung, hinten wie vorn. Und das war's. Warntafeln können wir an- und abbauen. Frontgewicht haben wir einmal, können wir bis zu 540, genau, bis zu 540 Kilo gehen oder 3-Punkt-Aufhängung vorn. Frontlader können wir natürlich auch mit anbauen, sieht auch ganz schnittig aus. Motorausführung, gucken wir uns jetzt mal an, haben wir 128 PS, dann haben wir 148 PS, dann haben wir 168 PS und das war's. Naja, ist nicht schlecht. So, das können wir auch mit dran basteln, das ist klar. Und dann schauen wir mal, was haben wir noch? M8 haben wir auch noch. Das ist natürlich so die amerikanische Variante. Ihr seht es, ihr kennt es. Und da könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Bei den Reifen ist genau dasselbe, wie wir vor uns schon hatten. Mitas, Fredestein, Nokian Tires. Standard haben wir hier. Dann haben wir mit Radgewichten, Breitreifen, das Ganze auch mit Radgewichten. Breitreifen 2. Mit Radgewichten, dann haben wir die Zwillingsbereifung, einmal hinten wie vorn, ne? Und Pflegebereifung. So, Frontgewicht ist genau dasselbe, Standard bzw. 400 Kilo oder 3-Punkt-Aufhängung. Frontlader können wir auch mit anbauen. Motorausführung können wir von 180, 200, genau, 180 oder 200 können wir machen. Ne? Und Isaria können wir auch wieder mit dran basteln, ne? Das kennt ihr. So, dann haben wir hier einen ja, schicken Radlader, muss man sagen. Der sieht auch nicht so schlecht aus. Da können wir natürlich auch wieder die Reifen durchwählen, ne, zwischen Trelleborg und Fredestein. Und bei Trelleborg können wir Zwillingsbereifung dran machen vorn. Ne? Vorn, nicht hinten. Und dann haben wir noch den kleinen, hier die Bobcats. Was können wir da? Zusatzgewicht, warte mal, wo können wir denn das dran basteln? Ach, lull. Da können wir bis zu 135 Kilo Zusatzgewicht dran bauen. Das ist ja interessant. 74 PS hat das Ganze. Dann haben wir hier mit Ketten. Na, da können wir jetzt nichts weiter dran machen. Und was haben wir noch Schönes? Dann haben wir hier die RTV. Na, was gibt es denn da alles für Designs? So, erstmal Servus und Hallo an alle, die gerade in den Chat mit reinkommen. 3-Punkt-Aufhängung können wir hinten machen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Standard lassen wir. Design. Ach, da kann man ja vorne. Design 2 und Design 1. Okay, mit Bullenfänger. Interessant. So, was haben wir hier? Ach ja. Kapazität 280.000. Lüll. Können wir hinten zusammenklappen? Guckt euch das an. Das finde ich ja mal interessant. Geil wäre es nur, wenn man das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen in-game dann bauen könnte. So, oh, mit Zapfwelle sogar. Seht ihr hier vorne mit Zapfwelle. Interessant, interessant. Natürlich muss man dazu sagen, hier haben wir dann noch die Frontladergestelle. Ne? Können wir jetzt eine Farbe nicht wählen. Ist halt Kubota, so wie es ist, ne? Farblich. Und dann hier das zweite.
Und ja, mehr gibt es dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Wir werden mal sehen. Wir werden uns den M7, denke ich mal, werden wir uns holen. Bis wohin ging der? Bis 168 PS. Da gucken wir mal, welchen wir im Vergleich haben, der bis 168 PS geht. 100 PS, 80 PS. 359, 220, 280. Eigentlich gar kein. Ne? Eigentlich gar kein. Deswegen müssen wir erstmal schauen. Wir haben natürlich ein bisschen gespult, meine Lieben. Und zwar bedeutet das jetzt für uns, dass der Inhalt erstmal gespeichert wird. Ach Mensch, ich meinte doch Winde, nicht Zapfwelle. Hölle, es tut mir ein bisschen leid. Ich bin ja ein bisschen durch den Wind heute, meine Lieben. Sorry dafür. Und zwar, wir haben gespult. Wir können Feld 14 ernten. Und wir können Feld 4 ernten, die sind nämlich andereif. Auf der 4 haben wir einmal Hafer, da werden wir uns jetzt drum kümmern. Und auf der 14, da haben wir Kartoffeln, da werden wir uns dann auch drum kümmern. Allerdings werden wir erstmal mit dem Hafer anfangen. Und dann müssen wir mal schauen, können wir da gleich, ach, da können wir eigentlich gleich so hinradeln. Mit der Maschine. Denn wir schauen mal, wie viel Geld bei rumkommt. Ob wir uns dann die... die Technik für die Kartoffeln vielleicht gleich kaufen können. Wir brauchen ja theoretisch keinen Vollernter, würde ich sagen. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich bin der Meinung, Vollernter braucht man nicht. So. Würde ich jetzt mal sagen. Oder, was meint ihr, YouTuberinos? Chat, ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazugeben. So, nur gut, dass wir den Verkehr ausgestellt haben. Bambino, moin moin und Neurath, servus und hallo. Wie geht's euch, mein Lieben? Schön, dass ihr mit am Schlüssel seid. So, dann werden wir den nämlich gleich hier ansetzen. Und dann können wir den losernten lassen. Und dann werden wir dann gleich wieder einen Abfahrer dazu schicken, der das Ganze auch wieder direkt verkauft. Ja. Sollte eigentlich ganz gut passen. Jakob, ich möchte aber gerne ein Kubota. Also werde ich mir ein Kubota holen. Ja. So. GTI Toni, moin moin. Oh, GTI ist ein schönes Auto, muss man sagen. Feier euch sehr. Hab zwar keinen, aber feier euch sehr. Miete den Kartoffelernter. Okay, okay, okay. Boogie, moin moin, wie geht's, wie steht's? So, passt, Obacht. Dann machen wir gleich mal hier wieder Helfer. Und zwar machen wir Job erstellen und da müssen wir, warte mal, das jetzt mal zumachen. Feld Position haben wir hier. Dann öffnen wir das ganze Fahrzeug, Vorgewende 3, Vorgewende scharf. Genau, starten auf dem Vorgewende. Generiere Feldkurs. Wunderbar. Dann sollte es eigentlich, erster Wegpunkt. So, dann sollte es eigentlich passen. Ne, hier muss man noch umstellen. Erster Wegpunkt, das, das, das. Arbeitsbreite ist automatisch. So, ne, dann leg mal los. Dann können wir nämlich uns gleich mal den nächsten Schlepper schnappen, mit dem wir abfahren wollen. Jetzt die Frage, nehmen wir den? Warte mal, dann nehmen wir den. Nee, wir nehmen den. Genau. So. Decken wir mal ab hinten das gute Stück. Und dann werden wir uns mal, wo haben wir denn unseren Anhänger hingestellt? Das ist eine gute Frage. Warte mal, den hatten wir da vorne, oder? Den hatten wir da vorne. Willst ein, kommst du auf Arbeit vorbei, stehen bestimmt 15, 7, 8 rum auf dem Hof und als APA-Partner auch gemacht. Na, weil er die Waldfee. Ich würde auch sagen, miete den Kartoffelernter mit den Anbaugeräten und bist du da noch in 2 Wochen bei. Lutz Marien, moin moin, wie geht's, wie steht's? Matthias, moin. So, wartet mal, wo haben wir denn? Hier vorne haben wir. Müsste ich kurz gucken. Jetzt müsste ich kurz mal gucken, wo wir den Anhänger abgestellt hatten. So, wir werden natürlich auch gleich mal uns die Eier schnappen vom Hühnerhof. Na?
und die dann natürlich auch gleich verkaufen. Können wir oben schön mit dem Zettel machen. Mama, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Servus und hallo. Wie geht's? Wie steht's? So, können wir gleich mal aufmachen. Und dann müssen wir mal sehen, wo könnte man das am besten, den Hafer am besten hinbringen. Da müssen wir gucken. So, der ist hier oben am Werkeln. Wir müssen nur sehen, wenn der einmal alle Wand rum hat, dass wir dann auch wieder auf Strohablage stellen. Also bei der zweiten, weil bei der ersten Alewand muss es noch nicht unbedingt sein. So. Okidokili. Dann schauen wir mal, wo können wir denn den Hafer am gewinnbringendsten verkaufen? Getreidemühle geht gerade nach oben. Was haben wir? August logischerweise. September. Hm. Das fällt allerdings bei Vieh- und Futtermittelhandel. Mal Vieh- und Futtermittelhandel haben wir hier. Verkauf Futtermittel. Stroh. Einkauf, Verkauf. Warte mal, da muss ich mal hinspringen. Dann müsste der ja normalerweise hier hinfahren. Weil hier hinten... Hier können wir noch Ballen verkaufen, das müssen wir uns merken. Und hier können wir noch Tiere, okay, genau. Dann brauchen wir den Punkt hier vorn. So. Den haben wir hier, den haben wir hier, den haben wir hier. Genau. Hier, Verkauf, Futtermittelhandel. Farmer, dann machen wir erstmal hier. Wir sind auf der 4. So, einmal die 4 und einmal... Machen wir Handel, Verkauf, Verkauf oder Mittelhandel. Genau. So. Müsste doch sein, oder? Genau. Verkauf oder Mittelhandel. So, der bleibt jetzt hier stehen, denke ich mal. Warte mal, ich muss bei dem anderen noch was, genau, bei dem muss ich noch was einstellen. So, warte mal. Halt. Hier. Ach nee, Quatsch, warte mal, hier, F4. Und so müsste das ja theoretischerweise passen, oder? So, der fährt erstmal schön in die Ecke raus, das finde ich ja, das finde ich ja sehr schön. Ach, der macht ja schön Stroh. Der macht ja schön Stroh, also von daher ist ja alles entspannt. So, jetzt müsste der noch theoretisch... Ja gut, ein bisschen was lässt er stehen. So. Aber theoretisch sollte der doch jetzt den finden. Nee, warum auch? Weil er hier wieder irgendwas anderes drin hat. Warum macht er das? Wir hatten doch gesagt, Feld 4. Dann müsste er mal kurz hier hinter flitzen. Muss ich mal kurz angucken. Müssen wir kurz schauen. Das auf der 4. Gut, das passt. Das passt soweit. So, dann gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Unkraut. Müssten wir. Seht ihr, wir sollten uns mal noch eine Spritze holen. Aber das ist jetzt. Und das ist jetzt wohl nicht so gut, denn haben nicht genug Penunzen. Weil, wenn wir uns eine Spritze holen, wird es definitiv der Darmantrag werden. Auf den freue ich mich schon drauf. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen, aber da werden wir jetzt noch ein bisschen sparen. So, feldermäßig.
Sorry dafür. So. Kriegen wir die eigentlich alle hier drauf? Ich denke doch, oder? Sollte gehen. Sollte gehen auf den kleinen Anhänger. So, dann werden wir nämlich die erstmal hier drauf stapeln. So. Dann können wir nämlich mal wieder ein paar Eier verkaufen. Haben wir ja lange nicht gemacht, ne? So. Halt. Hey, jetzt mach doch. So, jetzt. So. Und dann schauen wir mal. Hier noch mit drauf. So. Das ist das Gute am Spulen. Muss man irgendwo sagen, fairerweise. Da kommen genug Eier zusammen. Den ersten Moment. So. Hier hin. Hier hin. Wie dem Minok. Wie. So. Hier erstmal mit drauf. Was meinten ihr? Oder wie würdet ihr es machen, meine Lieben? Wollen wir die Kartoffeln halb-halb machen? Oder wollen wir die alle verkaufen? Weil ansonsten hätte ich gesagt, na gut, halb-halb ist so ein bisschen komisch. Aber ansonsten hätte ich gesagt, wir behalten den Teil von den Kartoffeln. Und verkaufen den anderen Teil der Kartoffeln. So. Weil da können wir einen Teil davon ja nutzen für die Schweine. Na, weil ich glaube, wir haben ja sowieso gesagt, wir legen uns dann noch Schweine zu. Na. So, das noch mit dran hier. Dann nehmen wir das noch mit dran. So. Perfekt. So, da können wir nämlich die anderen auch noch mit reinnehmen. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar stehen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir die Wolle auch gleich mitnehmen. Aber dann müssen wir gucken, wo wir die verkaufen. Da. Perfekt, passt perfekt rein. Hier mit drauf. Da. Hier mit drauf. Brokkoli, moin moin, wie geht's, wie steht's? Ja, also Chat, was würdet ihr machen? Halbe halbe? Oder würdet ihr alles verkaufen von den Kartoffeln oder würdet ihr alles behalten? Wie sind da eure Meinung dazu? Weil ich glaube, wir brauchen ja nicht alles zu füttern bei den Schweinen. Alles ganz entspannt, ne? Ist das sehr schön. Ja, bei mir auch. Bei mir auch, danke, danke. Mehr oder weniger. Ach ja, Demeter, ich würde schon sagen, lass uns doch mal eine Abstimmung machen. Eine Abstimmung ist ja immer was Feines, finde ich. So. Meister Splinter, moin moin, wie geht's, wie steht's? So. Will ich sehen. Das darf nicht passieren. So. Machen wir zu. Und das machen wir auch zu. Ja.
Deswegen, ne? Also wie gesagt, wir machen eine Abstimmung. Demidoc macht eine Abstimmung fertig. Und da könnt ihr reinhasseln. Wanderwelle, moin moin. Tore, ja moin. Wie geht's, wie steht's? Alles schick schön. So, aber meine lieben YouTuberinos, jetzt war ich voll versunken hier. Wenn es euch gefallen hat, ne, dann lasst sehr gerne das Däumchen da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und ciao.